Wir spielen für Sie am Donnerstagabend in der Philharmonie in Berlin ein Programm mit sicherlich einem der schönsten Werke Felix Mendelssohns, nämlich die Schottische Symphonie in der zweiten Hälfte. Und in der ersten Hälfte gibt es ein ganz frühes Stück des österreichischen Komponisten Anton Webern. Es ist sozusagen sein Opus Null, seine Abschlussarbeit am Konservatorium, ein eigentlich durchwegs tonales Stück, sehr groß gestisch angelegt, spätromantisch, viel Strauss klingt dort durch, aber es sind schon diese kleinen Zeichen und die perspektivischen Fenster, die dann später das Werk von Webern so besonders kennzeichnet, nämlich das Auseinandernehmen eines Klanges und die einzelnen Bestandteile isoliert vorzuzeigen, um sie dann später wieder zusammenzusetzen. Ein traumhaftes Stück, im Sommerwind heißt es, passend zum Klima in dieser Woche hier in Berlin. Ein sehr zartes Stück, ein unglaublich farbiges Stück, ein Stück, was große Lust macht und für mich persönlich ganz automatisch überleitet in die Welt und die Farbigkeit meines eigenen Stückes. Chute d'Étoile, Sternenfall, ein Werk für zwei Solotrompeten mit zwei Rockstars, zwei Superstars der Trompetenszene, Clément Saunier vom Ensemble Intercontemporain und einer der fantastischen jungen Trompeter Simon Höfele spielen die Soloparts. Ein sehr aufgeladenes Werk, aber auch ein sehr feines Werk, also sehr differenziert mit einer großen akustischen Skala. Es ist eine Hommage an einen großen deutschen Künstlerfreund von mir, Amsel Kiefer, der vor einigen Jahren eine große Installation hatte im Grand Palais in Paris mit Objekten, die, ja, Betonobjekte, die zusammengebrochen sind. Und es ist eine Installation, ein Environment, was sehr schön den Infarkt und den Kollaps der Welt und eines Zustandes beschreibt. Und zwischen diesen Trümmern gibt es so winzige Halme, die versuchen, aus diesem kaputten Steinbruch aufzustreben und einen Neubeginn zu zeichnen. Also es gibt auch diesen unglaublich poetischen, feinen Neubeginn im Moment des kompletten Zusammenbruchs. Und ich finde das rein von der klanglichen Assoziation etwas, was mich sehr inspiriert hat, es ins orchestrale, klangliche Medium zu übersetzen. Ich glaube, dass es bei jeder Musik, die man hört, und das ist eine Bach-Suite, genauso wie ein Konzert von Ligeti oder eine Sinfonie von Brahms oder Bruckner oder ein ganz neues Werk, man hört Musik immer gleich, denn wir hören. Also der Mensch ändert sich ja nicht in seiner Hörperspektive und wir bringen das mit in dem Erleben eines musikalischen Kunstwerkes, was wir in uns angesammelt haben. Und ich finde, das ist das Schöne einfach an großer Kunst, dass sie uns, also sie, einlädt, etwas einzubringen, was ihnen gehört. Und es ist nicht so, dass der Künstler spricht, das musst du fühlen, das musst du sehen, das musst du hören, sondern ich finde, dass wirklich Kunst dann groß wird, wenn sie sich wirklich mit den Menschen verbindet und dieser Dialog entsteht. Und der Dialog ist autokreativ beim jeweiligen Betrachter, beim jeweiligen Zuhörer. Man soll mein Stück nicht anders hören als die 5. Sinfonie von Tschaikowski, die Sie vielleicht schon 2 oder 20 oder 200 Mal gehört haben, sondern Sie hören es mit den gleichen Ohren und mit dem gleichen Instrument, das Sie haben und erleben eine Musik, ja, individuell und jeder hört sie anders. Und ich finde, das ist das, was Musik auch so besonders macht und so auch abzeichnet im Vergleich zu den anderen Kunstformen. Ich finde das RSB fantastisch. Ich finde es ein unglaublich humanes und menschliches Instrument. Es ist ein Instrument, weil es eine große, auch menschliche Flexibilität hat. Nicht nur die Flexibilität des Klanges und der Artikulation und der Dynamik, also diese ganzen praktischen Dinge, an denen wir immer arbeiten, sondern da ist eine nicht nur menschliche Bereitschaft da, da ist etwas genuin Musikantisches. Und das meine ich als ganz großes Kompliment, dass Musik musiziert wird. Es ist inspirativ, man reagiert aufeinander. Es ist, also Menschen spielen mit Menschen. Und es ist für mich wunderschön, wirklich dieses auch sehr unterschiedliche Programm mit den Musikern zu arbeiten. Wir arbeiten entspannt, aber auch sehr lustvoll und sehr konzentriert. Und ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Konzert am Donnerstagabend mit dem RSB.